Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und ihr seht es, ich bin schon wieder hier in der Web-App, das heißt, es gibt wieder so ein Semi-Team-Building, so möchte ich es mal bezeichnen, aber bevor ich mich hier verquatsche, muss ich schnell auf die Beobachtungsliste gehen, denn dort läuft jetzt gleich ein Spieler aus, Vidal, seht ihr jetzt auch gerade, der interessant ist für mein Team, werde ich auch gleich erklären, wieso. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, wie viele Verträge der hat, 7 Stück, der hat auch 7 Stück. Dann werde ich hier mal kurz warten und schauen, ob der vielleicht günstiger ausläuft. Und gleich werde ich dann auch erklären, was jetzt hier Sache ist. Ihr seht ja jetzt auch schon teilweise meine Beobachtungsliste und dann könnt ihr euch ja denken, es gibt Veränderungen. Und ich denke, diese Veränderungen waren notwendig. Ich werde es euch kurz zeigen, denn ich habe jetzt vor, das Serie A-Team zu einem 4-2-3-1 umzustellen. Dann verändern wir mal hier kurz die Ansicht. Und dann wird zum einen Di Natale nicht mehr als Mittelstürmer auflaufen, sondern als ZOM, also als offensiver Mittelfeldspieler. Reus wird nicht mehr Teil von diesem Team sein. Und den werde ich jetzt dann auch probieren zu verkaufen, werde ich auch noch gleich ein paar Worte zu sagen. Und dann, ja, weil es hat einfach mit dem 4-3-3 nicht so funktioniert. Erzähle ich auch nochmal gleich ein paar Worte. Ich denke, ich habe wieder ein paar Minuten, die ich füllen muss oder füllen kann. Und daher kommt das dann alles gleich. Das finde ich interessant, dass der für 2,5 jetzt ausgelaufen ist, denn es gibt hier einen für 2,3. Wie viele Verträge hat der? Dann kaufe ich den nämlich einfach. Na, der hat keine Fitness, der hat nur noch 2 Verträge. Dann gucken wir mal, ob wir den. Nee, auch für den Preis nicht. Dann kaufen wir den einfach über sofort kaufen. So, hier wieder das übliche Spiel. Wenn man die Web-App in der Vollbildversion nutzt, dann funktioniert die nicht so gut. Und, beziehungsweise es funktioniert die Tastatur nicht. Und jetzt machen wir es so. Gucken wir mal, dass wir einen einfach mit solider Fitness für 2500 kaufen. Mache ich jetzt hier auch einfach. Und dann haben wir schon mal zumindest einen gekauft. Den fügen wir dann auch dem Verein hinzu. Und dann gucken wir jetzt einfach weiter. Also Vidal ist natürlich einer der beiden ZDMs, die ich benutzen werde. Den anderen der beiden ZDMs kennt ihr schon. Nämlich ist De Rossi. Vorher werde ich jetzt mal hier kurz schauen, wann die auslaufen. Genau, das hatte ich jetzt so ein bisschen so getimt, dass ihr dann zum Start dieser Episode dann sehen, dass die hier auslaufen. Damit ich die gegebenenfalls günstig bekommen kann. Und dann kann ich ja mal kurz meinen Plan erläutern. Also, ich habe auch auf Facebook eine Umfrage gemacht, da habe ich schon geschrieben, das 4-3-3 mit dem Serie A-Team funktioniert nicht und ich werde es umstellen zu einem 4-2-3-1. Dann habe ich eine Umfrage gemacht, wie lieber Diego Milito in Form, Klose in Form oder Cavani. Und da hat sich dann mit einer überwältigenden Mehrheit Klose in Form durchgesetzt, deswegen wird auf der Stürmerposition Klose in Form spielen. Hinter der Spitze wird Hamsik in Form spielen, hier wird Mikuli spielen. Und dann einer der beiden ZDMs ist Vidal und der andere ist De Rossi. Und im Tor werde ich dann wahrscheinlich Marchetti oder Handanovic einsetzen. Und weil mit Buffon war ich mit den langen Abwürfen einfach nicht so zufrieden. Oder die Abwürfe waren zu kurz. Das war das Problem. Und das werde ich jetzt hier probieren, zum großen Teil fertig zu bekommen. Und dann ist das jetzt hier quasi die Marschroute. Gehen wir mal kurz auch noch auf die Beobachtungsliste. Vidal haben wir jetzt schon quasi bekommen. Hamsik läuft in 2 Minuten aus. Gucken wir mal noch mal ganz kurz, ob es da nicht inzwischen vielleicht doch noch einen günstigeren Hamsik gibt. Dann machen wir Mittelfeldspieler Slowakei. Da war jetzt ungefähr der günstigste Sofortkaufpreis bei 70.000. War auch gar nicht so teuer. Aber dennoch hatte ich jetzt hier eben vielleicht gesehen, dass ich einen günstiger bekomme. Und deswegen habe ich dann noch gedacht, komm, dann riskierst du es einfach mal, wartest du so ein bisschen und schaust, ob das funktioniert. Und hier machen wir dann mal 70.000. Nee. 70.000, nicht 7.000, da finden wir dann doch ein paar. So, also der läuft in einer Minute aus, haben wir schon gesehen. Und ich habe natürlich jetzt hier keinen Mindestpreis drin, damit ich auch vielleicht jetzt hier einen Inform Hamsik erwische, der vielleicht gerade bei 150 oder bei 1.000 steht. Der läuft in 18 Minuten aus, steht auch bei einem momentan noch bei einem günstigen Preis. Der ist der günstigste Sofortkaufen, also den würde ich notfalls kaufen für 70.000, der hat nämlich auch schon die richtige Position. Von daher habe ich auch kein Problem mit den zu kaufen. Bis jetzt wurde aber noch nicht gekauft, von daher habe ich da jetzt dann auch noch nicht zugeschlagen. Aber nachher, wenn er dann einfach gekauft wird, ärgere ich mich natürlich wieder ein bisschen, wenn ich jetzt den anderen nicht für unter 70.000 bekomme. Gerade die Web-App ab und zu mal oder allgemein ist halt Ultimate Team sehr schlecht gelaufen, glaube ich. So, den können wir auch nochmal hinzufügen auf die Beobachtungsliste. Und ja, Hamsik habe ich Planung, genau, Mikuli werde ich kaufen und es hat ja einfach nicht mit dem Serie A-Team funktioniert. Ihr seht auch links oben, ich habe ein Pack zu öffnen. Ich habe nämlich eine Saison zu Ende oder ich habe die komplett gespielt.
Ich habe sie einfach mal komplett durchgespielt, um einfach mal zu schauen, wie ich mit dem Serie A-Team, wenn ich möglichst viele Spiele mit dem Team spiele, wenn ich mit dem Team spiel, möglichst viele Spiele spiele, wie es dann funktioniert. Ich habe zwar die Meisterschaft gewonnen, aber ich war nicht so wirklich zufrieden, wie es gelaufen ist. Und deswegen spiele ich jetzt das Team in anderen Formationen und dann hoffe ich, dass das eine gewisse Leistung steigert. Oh, hier wird es ja langsam interessant. Da sollte auch nicht so viel quatschen. Hier wird es langsam interessant. Dann hoffe ich, dass diese Umstellung vielleicht eine gewisse Leistungssteigerung herbeiführt. Und das schaut nicht so gut aus. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass ich ihn für 67.500 bekommen kann. Vielleicht für 68.500. Na, spielt ihr da mit, meine lieben Freunde? Das, jedes Mal, wenn ich ansetzen möchte, das schaut doch gut aus. Genau in diesem Augenblick, wird er mir weggekauft. Scheiße, den Klose habe ich jetzt leider verpasst. Der wäre auch noch richtige Information gewesen, ich Vollhorst. Mann, ich wollte ihn für 54.000 kaufen eigentlich. Stepp. So, für 69,5 habe ich den jetzt bekommen. Ist ein Schnapper. Eigentlich totaler Quatsch. Ich hätte auch den hier kaufen können für den Preis, weil ich jetzt brauche ich zumindest wahrscheinlich für die. Ja, wobei. Die Formationsveränderung, die Positionsveränderung werde ich wahrscheinlich günstiger bekommen als unter 500. Von daher ist es, glaube ich, okay. Aber es ist jetzt nicht der Mega-Schnapper, wo ich sage, ja, geil. Okay, machen wir mal zum Verein. Klose, wie gesagt, hatte ich jetzt eigentlich vor, für 54.000 zuzuschlagen, weil er auch die richtige Formation hat. Jetzt ist es natürlich eigentlich Quatsch, den für 54.000 zu kaufen. Ich denke, der wird mir zustimmen. Der hat auch nur einen Vertrag und der hatte acht Verträge. Meine Güte, ich bin so dumm. Ah, habe ich zu lange rumgelabert, palabert. Jetzt machen wir es nochmal so. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, ob nicht bald ein Klose ausläuft. Jetzt muss ich mich nur langsam ein wenig beeilen. Machen wir mal weg. Machen wir mal hier so rein. Machen wir mal Suche. Und dann. Oh wei. Machen wir mal. Oh wei, das schaffe ich schon nicht mehr zeitlich. Oh wei. Gucken wir mal. Ja. Keiner dabei. Wo sind wir jetzt gerade? Bei Minuten 19. Okay. Machen wir das mal hier schnell weg. Ich glaube, ich schaffe es zeitlich nicht. Ah, ihr denkt euch auch, was ist er für ein Typ. Machen wir hier mal 5000. So, 54,5. Okay, das ist. Guck mal, jetzt hat er. Schade, das ist wahrscheinlich der gleiche. Boah, der hat 85 Verträge. Den kaufe ich jetzt einfach. Wobei, ich warte noch kurz. Machen wir es nochmal hier. 40.000. Also den, der jetzt gerade ausgelaufen ist, den verpassen wir jetzt, dann kaufen wir einfach den für 54. Wobei, ich könnte jetzt auch eine Stunde warten und dann kriege ich ihn vielleicht für 52.000. Nee, ich kaufe ihn jetzt für 54,5. Auch wenn ihr mich. Warte mal, ich schaue nochmal ganz kurz, was die Ultimate DB sagt. Eigentlich ist es zu viel. Das ist viel zu viel eigentlich. Jetzt fangen schon wieder die Leute an und sagen, warum feilst du so viel um Münzen? Du hast doch genug. Hat dir doch einen Abonnenten Millionen Münzen geschenkt und jetzt machst du da wegen 2000 Münzen zu viel so ein Bohai draus. Aber da sollte man konsequent sein und darauf achten, dass man es nicht übertreibt, weil das summiert sich. Wenn man da ein bisschen zu viel ausgibt und da ein bisschen nochmal, da nochmal was drauflegt, dann ärgert man sich nachher, dass man immer zu viel bezahlt. So, das ist der gleiche, der. Ich hätte ihn eigentlich eben für 54 gekauft. Jetzt habe ich hier einen mit 85 Verträgen, den kaufe ich jetzt einfach. So. So viel zu, da muss man aufpassen, dass man das nicht zu häufig macht. Das summiert sich nämlich. Jetzt habe ich nämlich auch da zugeschlagen. Und jetzt können wir doch mal zumindest schon wieder ein paar Spieler hinzufügen. Und dann erzähle ich euch gleich danach auch nochmal vielleicht ein paar warme Worte zum Inform Reus oder zu der zweiten Variante von zu der zweiten Inform-Variante von Reus. So, das war der Hamsik, genau. Der muss man noch die Position und auch die Formation einstellen. Vidal haben wir auch schon erwischt. Ich habe eben noch die ganze Zeit geschwankt, ob ich nicht Pirlo nehmen soll auch. War ich ein bisschen überlegen. Ich weiß nicht, ob er. Ich glaube, es wahrscheinlich spielt sich ein Vidal oder ein De Rossi einfacher auf der CDM-Position.
Und jetzt schauen wir noch nach drei Spielern. Das ging ja flugs hier. Zum einen, De Rossi, werden wir auch keine Probleme haben, den zu bekommen. Mikuli in der ZOM-Position. Das wird, glaube ich, interessant. Wobei der, glaube ich, auch recht häufig dort gespielt wird. Weil er natürlich auch die Passwerte hat, weil er die Geschwindigkeit hat und weil er auch die Abschlusswerte hat. Also er ist ja eigentlich ziemlich geil für diese Position. Das ist ja auch das Geile an Di Natale und Mikuli, dass die irgendwie alles können. Dribbeln, schießen, schnell laufen, passen. Also die können alles. Und der ist auch noch unglaublich günstig, glaube ich. Schauen wir mal, ob wir ihn einfach direkt in der richtigen Formation oder in der richtigen, ja, richtigen Einstellung bekommen. Ich weiß noch nicht, für wie viel ich den da bekommen kann. Klicken wir mal 5000. Da sieht schon mal mau aus. 50.008 wird, glaube ich, auch nichts. Machen wir mal 8000. Da haben wir doch jede Menge schon. 6,5 war hier gerade schon einer. Interessant. Dann gehen wir doch mal ein bisschen runter. Machen wir es lieber so. Und da haben wir nur noch den. Okay, das war auch der günstigste. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier für einen für 6,8. Ich pack den mal auf die Beobachtungsliste. Und dann würde mich mal gerade interessieren, wie viel man für ihn bezahlt, wenn man jetzt zum Beispiel mal nach MS schaut. Also die sollten auf jeden Fall natürlich günstiger sein. Da findet man auch schon. Oh, guck mal hier. Jetzt ist die Frage, wie viel kostet die MS zu ZOM-Karte? Wie viel kostet die MS zu ZOM-Karte? Boah. Jedes Mal merke ich so, wie unvorbereitet bist du denn eigentlich? Und ihr denkt das, oder ihr seht es auch. So, also den bekommt man also ich glaube, für 6.800 oder wie viel der gerade da auf der Bowl-Liste von mir gesetzt wurde. Ich glaube, das ist Quatsch. 6,5. Also das ist, glaube ich, Quatsch, den da zu kaufen. Ich glaube, da kriege ich die Formations- und die Positionsveränderungen günstiger durch. Geprügelt. Ich glaube auch als ST. Oder mal, wir machen mal so. Bin ich jetzt mal gespannt, ob. Haben die überhaupt einen italienischen ZOM? Oder finde ich jetzt nur Mikulis? Okay. Interessant. Jetzt gehen wir mal hier auf 6000. Okay, da finden wir keinen. Das ist schon mal gut. Ich muss halt immer so ein bisschen aussortieren, was die günstigste Variante sein könnte. So. MS. 6000. Da finden wir auch jede Menge. Uiuiui. So. Und ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel den für 3,9 kaufe, die Formationsveränderung und die. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, oder ich schaue einfach mal, wie viel so eine Positionskarte kostet von ZOM zu M, zu von MS zu ZOM. Das ist natürlich bei Training. Position und machen wir hier den Suchfilter raus. So, da, ZOM zu. Oh, wow, was ist. Ne, das ist die falsche Richtung auch. MS zu ZOM. MS zu ZOM. MS zu ZOM. Muss ich das nur häufig genug vorsagen, dann vergisst man es nicht. Und übersieht es dann auch nicht, weil das ist nämlich das größte Problem, was ich natürlich jetzt hier habe. Da haben wir nochmal eine. 10.000, genau, richtig. Da mache ich doch, schlage ich doch sofort zu. Ist klar. 10.000. Ja. Logisch. Hier, da haben wir noch die nächste. 5.000. Aha. Dies hätte ich mir aber ein bisschen günstiger vorgestellt. Das hätte ich mir auch ein wenig günstiger vorgestellt. Kann sein, dass die 6,8, nee, 6,5 in der richtigen Formation und Position doch gar nicht so verkehrt sind, wenn ich die für 5.000 nur bekomme. Eieiei, ZOM zu MS. MS zu ZOM. Sorry, dass ihr euch das jetzt hier mit. Ah, guck mal da. 4.000. Sorry, dass ihr euch das jetzt hier mit anschauen müsst, wie ich das hier, dieses leidige Menü. Oder diese leidige Positionskarten, die durchschauen muss. Aber leider kriege ich, weiß jetzt gerade keine andere Möglichkeit, um den Preis herauszufinden, wie diese scheiß Karte. Weil ich glaube. 10.000 ist doch kein, ist doch Quatsch. Weil ich glaube, dass das Ultimate DB nicht mehr im Angebot hat, mir zu sagen, wie viel so Positionskarten kosten. Aber ich kann mal kurz nachschauen. Ansonsten kaufe ich den jetzt. Ich glaube, es dauert einfach zu lange, bis ich jetzt hier eine günstige MS zu ZOM-Karte gefunden habe, wo ich guten Gewissens sagen kann, ja.
Aber die kann ja eigentlich gar nicht so teuer sein, oder? Also wenn ich den für 6,5 schon als ZOM kaufen kann, dann kann das ja gar nicht so teuer sein eigentlich, diese Umwandlung. Das wundert mich eigentlich so ein bisschen. So, da haben wir doch eine hier. 2000, aha. Da wird es doch schon ein bisschen interessanter. 1,5. Okay, Das ist mir eigentlich auch noch so teuer natürlich, irgendwie ein bisschen. Ich hätte natürlich auch einfach mal, ich hätte auch einfach einen Filter von vornherein auch darunter einstellen können. Das mache ich jetzt auch nochmal. Ah, herrlich. Ihr dürft mir das nicht übel nehmen. 1,5 ist mir ja eigentlich auch noch zu viel. So, immer nur die Falschrichtung, also ZOM zu MS gibt es wie Sand am Meer. Auch alles falsche Richtung. Auch die Richtung MS zu ST ist auch immer unglaublich günstig. Aha, nee. Das ist falsch wieder. Natürlich. Und ich werde euch gleich erlösen, habe ich das Gefühl. Weil es mir selber jetzt gerade so affig ist. Wegen den 2000 Münzen euch das hier zuzumuten. Nee. Nee. ZOM zu MS. Das ist natürlich immer genau das, was man nicht haben möchte. Das kriegt man angeboten. Und ich gucke jetzt noch bis Seite 10. Und wenn bis dahin nichts. Ich habe das, glaube ich, gerade mehrfach verpasst. Genau. Das merkt man schon, wenn man so geistig abwesend ist, wie ich. Dann geht man auch locker über die Karten drüber, ohne dass es einen interessiert, die man eigentlich suchen möchte. Ich möchte nicht wissen, wie viel ich jetzt schon vorher verpasst habe. Aber hier sitzt da vorm Rechner und denkt sich, oh, was macht der? Der geht über die Karten, die er gerade sucht, und die sind auch noch günstig. Und er geht einfach drüber hinweg und sagt sich, ja, super, ich erlöse euch gleich, bla bla. So, jetzt gucken wir noch die Seite an und ansonsten kaufe ich da gleich eine für 500. Und das wäre natürlich genau nach meinen Vorstellungen. Machen wir so, machen wir so. So, genau, für 500. Die nehme ich. Nehme ich mal sofort hier einen Bietenpreis auf. Die entfernen wir mal ganz kurz. Der Hamsik hier für 66.000. Ich hoffe, dass der nicht. Guck mal, da kriegt man auch dann. Da könnte ich diese ZOM auf MS-Karte anwenden, die man gerade reihenweise bekommen hat. Ich hoffe, dass der jetzt nicht für 66.000 ausläuft. Dann ärgere ich mich doch so ein bisschen. So, die nehmen wir hier gleich. Und dann können wir theoretisch. Hier sind wir. Nee. Bin ich eigentlich doof? Ich hab Gewirr. Ich habe jetzt genau die falsche Richtung gekauft. Ich bin so doof. Oh mein Gott. Ah. Oh Gott, ich erröte gerade. Ich muss gerade zu meiner Verteidigung sagen, es ist schon ein bisschen später und ich war gerade schon so ein bisschen schläfrig, aber hab ich mir gedacht, komm, zeichnest du jetzt doch nochmal ein bisschen was auf und jetzt habe ich aus Versehen doch die falsche Richtung gekauft. Scheiße. Oder ich habe sie noch nicht gekauft. Ich hoffe, jemand überbietet mich gleich. Oh Scheiße. Die Karte bekommst du wahrscheinlich für 200. Oh Mann, ich bin so doof. Gut. Das war mal wieder ein so ganz, ganz solider Fail. Aber auch noch so richtig breit angekündigt von mir. Ja, da läuft jetzt die Uhr schön qualvoll runter. Ich habe natürlich nach MS zu ZOM gesucht. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade eben die Idee hatte, dass das die Karte ist, die ich brauche. Schön. Machen wir hier direkt, bieten wir nochmal neu an. Vielleicht erbarmt sich ja jemand und bringt einen ähnlichen Fauxpas wie ich. Ja, stellen wir mal kurz rein. Und ich werde jetzt einfach den Mikuli kaufen, weil das, bevor ich mich jetzt hier noch weiter blamiere, den für 6,5. Bevor ich mich jetzt hier noch weiter blamiere, mache ich es dann lieber doch so. Und dann haben wir auch den schon gekauft. Lasse es jetzt noch mal ein bisschen so auf euch wirken. Dann wird jetzt auch langsam die Röte aus meinem Gesicht wieder herausgehen. Weil das war jetzt unglaublich peinlich. Oh Gott. Herrlich. Das war nicht mal. Es wirkte fast so, als ob das jetzt gerade extra für mich gewesen, extra so gemacht wurde. Aber nein, das war eben gerade mal einfach. Für ungefähr eine Minute das Gehirn ausgemacht und einfach mal geredet und getan, anstatt drüber nachzudenken, was man gerade macht. Okay, der Rossi. Wie viel bezahlt man nochmal für ihn? 4000?
Ich denke, bei ihm ist echt gar kein Problem, den jetzt auch in der richtigen Position und Formation zu bekommen, weil das ist einfach so der typische, den man im 4-2-3-1 auch dahinstellt. Schaut auch schon ganz gut aus, dass wir da welche finden. So, der hat halt ätzend wenig Fitness. Und das ist der, oder? Der günstigste ist halt hier für 3-3. Der hat halt nur zwei Verträge und 96 Fitness, aber das ist schon okay so. Dann kaufen wir auch noch den. Und jetzt fehlt nur noch der Torhüter. Und jetzt könnt ihr mir gleich mal eine Frage beantworten, da ihr ja gerade gesehen habt, dass ich gar keine Ahnung habe von Ultimate Team. Habe ich ja eben gerade eindrucksvoll bewiesen. Wo ist denn hier Rossi? Was haben wir gerade gemacht? Oh Gott, habe ich den jetzt schon wieder abgelegt? Ach nee, ich habe ihn noch nicht zugewiesen. Das wäre jetzt nämlich das nächste noch gewesen, dass ich außerdem jetzt hier ein Spiel ablege oder sowas und ich gerade drüber hinwegquatsche. So, ZDM. Jetzt fragt man sich nur, nimmt man Vidal oder De Rossi rechts oder links? Hab keine Ahnung. Ist eigentlich egal. So, Mikoli fügen wir nochmal hinzu. Und dann ging das doch super schnell, die Veränderung. Die Natal habe ich übrigens neu gekauft. Ich habe meine ST-Variante verkauft und ihn in der richtigen Position und Formation so bekommen. Und dann fehlt jetzt noch der Torhüter. Und jetzt ist die Frage, was ich jetzt euch fragen wollte. Ja, das möchte ich speichern. Mich stört ja bei Buffon der kurze Abwurf. Und da frage ich mich, wenn man jetzt zum Beispiel nach Marchetti schaut, was muss man hier einstellen? Torhüter. Torhüter. Machen wir zum beliebig. Italien, Serie A. Wo spielt Marchetti? Lazio, glaube ich. Reicht das schon? So, genau. Habe ich auch schon direkt gefunden. Super. Bei Marchetti sieht man, der hat auch nur 66 Abschlag. Oder im Englischen ist es Kicking. Abschlag oder Abstoß? Abstoß? Habe ich mich gefragt. Okay, hat das jetzt was damit zu tun? Also hängt damit die Reichweite von dem Torhüter zusammen, wie weit er abwerfen kann? Ich glaube nämlich nicht. Es gibt nämlich noch sowas wie eine Eigenschaft von Torhütern, die lange Abwurf heißt. Und die hat er. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, Handanovic. Der ist Serbe. Kann das sein? Handanovic. Ist das ein Serbe? Könnte sein. Ich weiß noch nicht, bei welchem Verein er spielt. Ich glaube, Udinese, kann das auch sein? Ihr merkt es, ich top vorbereitet. Also, Handanovic war schon mal anscheinend nicht Serbe. Das ist anscheinend nicht korrekt. Dann gucken wir mal so nach bei bei Foothead. Ah, genau, er ist, aber da hatte ich ihn jetzt auch sogar eingeordnet bei Inter Mailand. Aber er ist Slowake, oder? Nee, Slowenien. Slowenien und bei Slowakei nicht Slowenien. Wenn man dann mal schaut bei Handanovic, der hat nämlich 80 Abschlag. Und das ist jetzt gerade der Punkt, worum ich immer überlegen bin, mir Handanovic zu kaufen. Er ist zwar minimal schlechter bei anderen Werten als Marchetti, aber er hat dafür einen Abwurf und einen höheren Abschlagwert. Aber ich weiß es nicht, ob Marchetti trotzdem die Dinger dann auch weit raushaut. Und das werde ich jetzt, glaube ich, zuerst probieren. Deswegen werde ich jetzt einfach Marchetti kaufen. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier so umständlich gezeigt habe, aber das könnt ihr mir gerne schreiben. Mein Eindruck ist, es reicht für den Torhüter, wenn er lange Abwurf hat. Dann kann der ja auch so weit werfen, egal wie sein Abschlagwert ist. Um das mal kurz zusammenzufassen, meine These. Das werden wir dann mit Marchetti einfach auch rausfinden. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Wie viel kostet der? Ich glaube nicht so viel. Ja, 40.000 ist eh zu viel. Jo, der ist günstiger. Gehen wir mal hier noch ein bisschen runter. Und da finden wir auch noch jede Menge Marchettis. Gehen wir mal auf 2,5. Immer noch. Also, Junge, Junge, Junge. So, Torhüter gibt es auch immer unglaublich viele. Also, ups, das war jetzt eigentlich nicht der richtige Knopf. Die sind natürlich jetzt alles keine Viererkettenformation. Doch, hier haben wir einen. Gucken wir mal ganz kurz nach Status. Das schaut doch gut aus. 26, nee, 26 Verträge, genau, das ist doch perfekt. Und damit sind wir durch. Ich habe mich gut blamiert dabei. Sechs Spieler gekauft und plus Tess ordentlich blamiert. Habe ich nochmal heute gerne mitgenommen. Aber ansonsten, bis auf den einen Fail bei der Positionskarte, war es eigentlich ganz in Ordnung, hoffentlich.
Den können wir hier aus der Mannschaft entfernen, weil er mir nichts bringt. Weil ich brauche einen Trainer, der die richtige Formation hat. Hoffentlich habe. Oder ich mal sehen, ob ich da einen habe. Machen wir mal hier Zusammenfassung. 4, 2, 3, 1. Haben wir nicht. Können wir eigentlich auch nochmal schnell einen kaufen. Dadurch, dass es jetzt eigentlich, glaube ich, recht zügig durchgegangen ist. Ich finde es. Ich muss auch noch eh nach Formations- und Position. Also für den Hamšík wird das so, glaube ich, nicht so ein Spaß. Schauen wir mal kurz, was er dazu sagt. Nö, hat er keinen Bock drauf. Eigentlich viel Chemie sagt er. Nö, nö, nö. Lass mich mal hier schön in Ruhe. Aber das werden wir gleich ändern. Dann freut er sich auch hier, den Klose vorne füttern zu dürfen. Und ja, also ich brauche eine Formationskarte, eine Positionskarte und einen Trainer im 4-2-3-1. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt noch kurz zeigen möchte. Ihr seht ja, dass ich dabei recht ineffizient bin bei sowas. Aber ich habe das Gefühl, es geht auch nicht so viel effizienter, sowas. Gucken wir zuerst mal nach dem Trainer. Vielleicht finden wir ja einen Trainer, einen italienischen Trainer. Und dem würde ich dann vielleicht auch direkt eine entsprechende. Oh, Trapattoni wäre doch mal geil. Die Matteo ist natürlich auch nice. Ich glaube, Trapattoni hole ich mir jetzt einfach. Und dem gebe ich dann auch noch eine Formationskarte, sodass er dann auch noch da die richtige Formation hat. Ich weiß nur nicht, wie viel man. Ja, achso, ich bin bereits habe ich bin, ne. Gut. Also, habe ich jetzt gerade. Habe ich mich jetzt gerade zweimal selbst überboten? Scheiße. Aber, warte, ich glaube, ich wurde nochmal überboten, okay. Aber ich habe mich gerade zweimal selbst überboten, kann das sein? Oh wei. Ich mache besser gar nichts mehr heute vor der Kamera. Ich mache heute, glaube ich, echt besser gar nichts mehr. Das ist ja Wahnsinn. Ich hau hier gerade die Fails raus. Alter. Richtig heftig. So, es gibt ja italienische Trainer. Gibt es ja echt viele, merke ich gerade. Hier den Spalletti. Den gibt's auch. Trapattoni gibt's auch. Das probieren wir nochmal. Probieren wir nochmal mein Glück und vielleicht bei Spalletti auch noch. Hab ja eben gerade Münzen gespart, dadurch, dass ich mich eben selber überboten habe und dann das nicht gekauft wurde. Und jetzt scheint es doch. Da würde mich aber wundern, wenn ich den jetzt hier bekomme und davor habe ich den nicht bekommen. Ich habe den anderen so heiß gemacht. Ich habe mich wirklich gerade zweimal selbst überboten, oder? Das könnt ihr mir bitte nochmal bestätigen. Ich habe es jetzt gerade, das ging so schnell. Ihr habt ja gesehen, wie schnell ich da immer auf, geh mal hier weiter und ja, bestätige ich kaufe die Waschmaschine und so weiter gedrückt habe. Und ich habe das nicht gecheckt. Aber jetzt habe ich die beiden für 350 und eben hatte ich Trapattoni für 700 nicht bekommen oder für 750. Also das schaut doch ganz gut aus. Und jetzt habe ich auch noch die plus drei Verträge von dem bekommen. Und auch den zum Verein. Das wissen, glaube ich, manche nicht. Das habe ich damals auch in meinem Ultimate Team Erklärungsvideo mal gezeigt. Man kann auch für die Manager hier Formationskarten kaufen. Also man muss die Manager nicht in der richtigen Formation kaufen, sondern man kann auch hier natürlich für die Manager Formationskarten kaufen. Und die sind eigentlich mal unglaublich günstig, wie man hier sieht. Not. Die sind eigentlich unglaublich günstig. Deswegen machen wir da mal einfach mal einen Höchstpreis rein von 400. Also mehr als 400 sollte man dafür nicht bezahlen, dass ich den jetzt auf ein 4-2-3-1 umforme. Aber so wie ich heute drauf bin, bezahle ich gleich 4000 dafür. Das sieht auch gut aus, ne? Habe ich mich doch gar nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. 4-1-2-1-2 finde ich natürlich jetzt ohne Ende. Aber 4-2-3-1 sagen sie, nö. Heute möchte jeder diese Karte kaufen. Gibt's doch gar nicht. Heute werde ich schön verarscht. Was ist denn das? Ich kann doch keiner erzählen, dass es hier 4-1-2-1-2 sehe ich jetzt schon zum fünften Mal, ist die teuerste Formation. Aber die für 4-2-3-1 gibt es nicht. Ach, warte mal. Hier, boah, ich faile heute aber ohne Ende, merke ich gerade. Ich brauche ja eh eine ZOM zur MS-Karte. Oh Gott. Krass. Also, ihr müsst euch keine Gedanken um mich machen. Ich bin noch eigentlich voll bei Sinnen. Dachte ich bis zu dem Augenblick, wo ich auf Aufnahme gedrückt habe. Aber dann gingen alle Lichter bei mir aus und dafür hielt das Kameralicht an.
Uiuiuiui. Ich merke gerade, ich brauche ja diese ZUM-CMS-Karte auch. Also ich hatte sie ja ursprünglich für Mikuli geschaut, aber jetzt merke ich ja gerade, ich brauche auch so eine ZUM-CMS-Karte. Super! Die kann ich, bekomme ich ja. Da bin ich ja erfahren drin, die zu kaufen. Aber die sollte man nicht für 500, glaube ich, auch kaufen. Ich glaube, da habe ich sowieso auch allgemein zu viel bezahlt. Schauen wir mal. Da guck, ja. Also für 250, glaube ich, macht man nicht so viel verkehrt. Außer ich krieg's für 200 oder 100. Ja, für 200. Also 250 machen wir mal hier. Gehen wir mal drauf. Die nehmen wir mal so als Reserve noch auf die Buchungsliste. Ich hoffe natürlich noch, jemand bezahlt meine 500, die ich jetzt hier quasi eingestellt habe. Das wollte ich euch auch noch zeigen, genau. Ich habe natürlich auch ein paar Spieler verkauft. Ah, Milner muss ich euch noch zeigen. Genau, also ich habe Buffon verkauft, De Rossi, Boateng und so weiter. Habe ich alle, bin ich hier losgeworden und ich habe auch sonst mal ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, ich habe hier Diego und Khedira verkauft. Palacio habe ich dann sogar noch auf dem 4-3-3 geändert. Aber er hat trotzdem nicht performt und das war dann auch so zu einem gewissen Teil auch der Anlass, dass ich das aufgegeben habe, dieses 4-3-3. Milner habe ich verkauft. Habe ich einfach nochmal ein bisschen eine Finanzspritze quasi dadurch bekommen und jetzt müssen wir nochmal wieder auf die Beobachtungsliste gehen. Habe ich das kurz überbrückt? Milner habe ich jetzt verkauft und dafür habe ich Valencia jetzt im Team, in dem 352 Barclays Premier League Team. Aber kann ich auch gleich nochmal zeigen, aber ihr habt es ja jetzt schon gehört, also von daher ist ja eigentlich klar, was da passiert ist. Ich war jetzt mit Milner nicht besonders unzufrieden, aber ich merke schon, dass auf dem Flügel jetzt mit Valencia so ein schneller Spieler besser aufgehoben ist. Milner hat auch gute Tore für mich geschossen. Er hat, glaube ich, ein Freistoßtor geschossen und ansonsten natürlich die Elfmeter sehr souverän verwandelt. Und war jetzt nicht in dem Sinne unzufrieden, aber wie gesagt, ich glaube, es ist dann doch einfacher mit so einem Valencia und na, Valencia kostet halt 30.000 weniger. Und da ich nicht wusste, wie ich hinkomme mit den Münzen, habe ich es dann so diesen Weg gewählt und kann dann jetzt hier meine Münzen für Positionskarten raushauen, die ich nicht brauche und dann doch wieder brauche und dann sie zu teuer kaufe. Gut, Manager habe ich jetzt immer noch nicht gekauft. Also Manager-Formationskarte. Machen wir hier 500. Eigentlich kann das nicht sein. Also ihr seht, man findet ja echt jede Hansbrust-Formation, nur das 4-2-3-1 nicht. Man könnte fast meinen. Man könnte fast. Ah, sehr schön. Man könnte fast meinen, dass es die nicht gibt, aber sie gibt es, wie man jetzt dann doch gesehen hat. Läuft dann auch gleich aus in einer Minute. Schauen wir mal, ob dann da vielleicht noch danach was ausläuft in die Richtung. Und dann kaufe ich auch noch schnell flugs die Formationskarte für Hamsik. Gut, lassen wir das gut sein. Und Formation. Da weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wenn man jetzt hier so 800 oder sowas bezahlt, ist das schon ganz ordentlich für. Also ist das ein guter Preis für 4-2-3-1. Da, guck mal hier. 800 habe ich doch jetzt gerade gar nicht so schlecht getippt. Aber es wird gerade natürlich auch noch 850 geboten. Schauen wir mal, ob wir den nicht günstiger bekommen. Ich hätte, glaube ich, eben einfach mal 900 bieten sollen. Weil jetzt finde ich natürlich wieder keine mehr. Machen wir es so. Beurteilungsliste. Die läuft aus. Und hier. Die Trainerkarte ist auch ausgelaufen. Oh, habe ich die gekauft? Nee. Meine Güte. Habe ich da nicht drauf. Habe ich die jetzt verpasst oder was? Heute werde ich von nichts verschont. Von nichts verschont. Also für 1000 wollte ich jetzt die Karte nicht mehr kaufen. Ja, genau, heute. Oh wei, oh wei. Ich muss mir. Also. Für die Kommentarsektion oder für die Kommentare unter meinem Video muss ich gewappnet sein und gerüstet sein. So, jetzt machen wir hier nochmal 950 und dann. Gib mir das. Also 1000 scheint momentan so der Preis für 4231 zu sein. So, die kriegen wir jetzt günstig. Nord. Die kriegen wir jetzt günstig. Schauen wir mal. Ich muss ja schon wieder gleich nach der Managerkarte schauen, weil ich es schon wieder verpeilt habe. Bin ich jetzt gerade Höchstbietender? Nee. Ich habe da eben gerade schon rechts oben gesehen, wie ich wieder Münzen gut geschrieben bekommen habe. Ja.
Jetzt guck, jetzt hier hat es mir gerade angezeigt. Natürlich bieten wir auch hier wieder 1000. Also, wenn der jetzt 1200 möchte ich eigentlich ungern bieten. 1100 sage ich, ist okay. Wenn der jetzt 1100 bietet, biete ich 1200. Ich möchte euch ja nicht langweilen mit dem Scheiß hier. Das schaut doch gut aus. Ja. Und jetzt zum dritten Mal gucken wir mal, ob wir so eine Managerkarte finden. Im 4-2-3-1. Ich finde auch immer klasse, dass die alle glänzend sind. Da freut man sich immer so, boah, geil, ich habe ein Premium Gold Pack und so weiter und yeah, und dann ist das eine glänzende Karte und dann ist das so eine scheiß Manager-Formationskarte. Und dafür habt ihr dann eine glänzende Karte quasi verschwendet in dem Sinne und die kriegst du halt für 200 Münzen teilweise nur los. Da denkst du ja auch hier, willst du mich verarschen? Und ich merke gerade, ich hätte eine Sache. Ich belohne euch jetzt einfach mal ganz kurz mit dem Pack-Opening, dass ihr so lange jetzt durchgehalten habt. Und wenn ihr gerade noch zuschaut, dann seid ihr wirklich hartgesottene Taz-Fans, sage ich mal, denen kein Fail zu fremdschämmäßig ist, dass sie das irgendwann ausschalten müssen. Und dementsprechend belohne ich euch jetzt hier mit einem Premium Gold Pack Opening. Und da wird jetzt sicherlich die Manager-Formationskarte 4231 drin sein. Und ich werde mich sehr freuen drüber. Oder das Liverpool-Wappen. Das hat doch Style. Und deswegen werde ich das auch gleich aktivieren. Und da habe ich ja richtig abgesahnt hier mit den Spielern. 76 Tempo, eine Rakete. Die nehme ich doch sehr gerne zum Verein. Dies aktivieren wir. Jo. Dann sehen wir, wie das ausschaut. Der sieht scheiße aus. Tempo plus 15 ist cool. Dann kann ich auch fast den Spieler hier zu einer Pace-Hure machen. Think about it. Abwehr plus 15 auch nehme ich. Das werden wir mal los. Das, glaube ich, nutzt keiner mehr. Auch na, das behalte ich mal. Und den Rest legen wir jetzt ab. Das ist, oh, das das Olympiakos-Wappen hat natürlich auch Style, aber ich stoße es trotzdem ab. Und leider war jetzt nicht so, wie ich es erwartet hatte, die Formationskarte für den Manager da. Deswegen gönnen wir uns den Spaß oder den Blick hier nochmal rein. Fünfhundert! Da ist eben gerade einer für 150 ausgelaufen. Habt ihr sie nicht mehr alle? Die wollen euch noch abziehen. Macht das nicht, liebe Kinder. Bezahlt keine 550 Münzen für so eine Formationskarte. Für den Manager. Oder für den Trainer, wie hier draufsteht. Eigentlich habe ich jetzt schon voll Bock, mit dem Team zu spielen. Aber vorher muss ich diese Trainerkarte kaufen. Vorher muss ich diese Trainerkarte kaufen. Und ich denke, das werde ich vielleicht für mich alleine machen. Weil ich werde euch das jetzt hier nicht länger zumuten, wie ich hier nach dieser scheiß Trainerkarte suche. Von daher werde ich jetzt hier noch ganz kurz die anderen Sachen anwenden, die ich schon habe. Genau, ich habe nämlich nur noch einen freien Platz hier. Nein, da machen wir nämlich mal Verbrauchsobjekt anwenden. Und dem Hamjik, den geben wir heute mal das volle Programm. Du wirst voll umgestylt, Hamjik. Nämlich erstmal zum MS. Und danach zum 4231 Spieler. Und jetzt hast du richtig Bock, oder? Hier, das sieht auch richtig schön aus. Hier alle richtige Formationen und richtige Positionen. Natürlich meine Abwehrreihe, komplette Katastrophe, was die Formation betrifft. Aber trotzdem, alle neuen Chemie. Das schaut da gut aus. Habe ich, ansonsten, was ich auch noch kaufen werde, ist wahrscheinlich eine Moral-Teamkarte wieder, weil die haben alle niedrig. Wurde mir letztens gesagt, N steht nicht für neutral, sondern für niedrig. Und daher werde ich auch denen nochmal so eine Team-Moral-Karte gönnen. Und natürlich dem Manager, da werden wir hier mit dem Klassiker oder mit dem, ja, sehr bekannten Trapattoni spielen. Als Manager. Und den werde ich auch noch eine Form. Also egal, das wisst ihr ja alles. Und gleich gibt es dann auch wieder natürlich ein Spiel mit diesem Team, wo ich hoffentlich zeigen kann, dass es jetzt mit dieser Umstellung, was die Formation betrifft, deutlich besser läuft. Und dann seht ihr jetzt hier einen kurzen Cut und dann suchen wir uns den Gegner in Liga 1. Bis gleich.
Willkommen zurück und da ist sie, die Karte, die wir gebraucht haben, wo ich jetzt eben noch lange nachgesucht habe und jetzt habe ich sie direkt im Doppelpack gefunden, nämlich einmal für 200 Münzen und einmal für 150 Münzen, also echt ein guter Preis, wie ich finde, denn hier läuft zum Beispiel eine aus für 900 oder hier läuft eine aus für 550 und dann ist eben auch noch eine für 2600 ausgelaufen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist und von daher nehme ich jetzt diese Karte hier und werde sie einfach mal schnell Aktionen auf den Objektlisten, genau, und dann werde ich die einfach mal so raufpacken für 500 Startpreis und für 1000, ne, machen wir einfach gar keinen, machen wir hier 1000 einfach rein und vielleicht denkt sich ja jemand, da mache ich doch mit und biete jetzt einfach mal, wenn da jemand bereit ist 2600 für zu bezahlen, dann vielleicht auch einer 1000 für meine Karte und die werden wir dann jetzt in, die werde ich direkt anwenden. Hier Verbrauchsobjekt anwenden und die dem Trapattoni gönnen wir dann jetzt hier mal die Veränderung zu 4231, dann spielt er auch mal ein moderneres System. Lustig. Und ich hoffe, jetzt hat die ganzen Fails haben jetzt mal ein Ende gefunden und jetzt das Spiel läuft dann. Ich werde mich jetzt nicht so blamieren wie eben gerade, also ich habe jetzt mal noch mal ein bisschen durchatmen können. War ja echt faszinierend, was ich da so gebracht habe. Und dann schaut das jetzt alles gut aus. Ich meine, oh nee, das müssen wir ändern. Hoffentlich habe ich noch eine Fitnesskarte. Ah, da schaut er auch wieder gut aus. Da habe ich ja noch welche. Dann geben wir dem hier direkt eine. Und ich habe auch eine Team-Moral-Karte gekauft. Also ein Teamgespräch. Teamtraining anwenden. Die hauen wir auch direkt raus. Und dann haben jetzt hier alle die Moral auf sehr hoch. Und dann bin ich mal gespannt. Mal sehen, was hat der Klosi für eine Torquote. Tore, 173 bei 209 Spielen, das schaut, ist doch ganz ordentlich. Hamschick ist auch nicht schlecht hier, ich kann es auch noch mal länger zeigen. 199 Spiele, 58 Tore. Okay. Und jetzt bin ich noch überlegen, der hat 4 auf dem Schwachen, er hat auch 4 Sterne auf dem Schwachen. Ist eigentlich egal, wer, ich mache es aber wahrscheinlich so rum. Und hier gucken wir auch noch mal. Vidal hat der, wow, die sind auch beide komplett identisch in dem Sinne. Das lassen wir dann so rum. Und ich habe richtig Bock jetzt mit dem Team zu spielen. Mikuli, Di Natale, Hamsik hier richtig geil hinter so einer Spitze wie Klose, der jedes Kopfballduell hoffentlich gewinnen wird. Oh, Partie spielen wollte ich natürlich auswählen und nicht rausgehen. Soll ich euch nochmal das Team vorstellen? Aber eigentlich habe ich es ja gerade ganz kurz in einem wirklich Quick-Overview gezeigt. Sollte eigentlich reichen. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Koreaner auf der Bank lasse. Oder hier muss ich das auch noch überall einstellen. Dann lasse ich die Koreaner, oder? Muss ich hier bei dem mal wieder regenerieren? Bei dem müsste ich ein bisschen regenerieren. Hier seht ihr auch Valencia im Übrigen. Der ist jetzt quasi für Milner drin. Dann machen wir es jetzt schnell so. Ich habe ja hier sicherlich auch Serie B, genau. Und dann ende ich das hier schnell. Zum 4-2-3-1 dürfte ja schnell gehen. Und dann kann ich Gündogan aus diesem Team hier entfernen. Und dann fügen wir mal Klose hinzu. Und hier fügen wir mal Hamsik hinzu. Di Natale. Mikuli. Vidal. Und De Rossi. Und dann muss ich noch den Trainer entfernen und den Torhüter setzen. Ich weiß, ich habe eben gerade drüber nachgedacht, ob er Marchetti ausgesprochen wird oder Marchetti. Kann mir dann demnächst einer auch Hinweise geben. Oder es mir erklären. Ups. Ich wollte den da hinpacken. Und hier packen wir dann jetzt noch Valencia rein. Und den Trainer müssen wir noch verändern. Und dann geht's auch schon. Ups. Geht's auch schon los. Ich habe das Gefühl, dass. Mal sehen. Wenn das Spiel jetzt genauso chaotisch oder katastrophal wird wie dieses Teambuilding, dann könnt ihr euch auf ein richtiges, lustiges Spiel freuen. Aber ich denke, das dürfte ich hinbekommen. Sein Team heißt Uruguay und dann möchte er nicht gegen spielen. Vielleicht möchte er einen auch so ein bisschen dissen und es steht eigentlich You are gay da. Ich weiß es nicht ganz genau. Hala Madrid, also das ist ein Madrid-Fan und ich habe jetzt auch hier Madrid Heim- und Auswärtstrikot, merke ich gerade. Ja, mal schauen, mal sehen, was sich jetzt dahinter verbirgt. Und er hat ein Serie A-Team. Di Natale, sage ich nicht. Die hat nicht Di Natale, sondern er hat Pato und Cavani. Snyder auf der ZOM-Position und dann Asamoah, glaube ich, als LM.
Maggio als RM, De Rossi kennen wir ja selber, Marchetti hatte auch, Orbona hatte auch. Abate. Theoretisch kann ich jetzt auch meinen Linksverteidiger ändern. Vorher war es jetzt die Cecchi oder wie er ausgesprochen wird. Und da kann ich jetzt auch theoretisch Amero nehmen. Ist aber ein bisschen teurer. Also dafür, dass der nur 78 hat, ich glaube irgendwie 8000 oder sowas, kostet der schon. Und das ist natürlich schon, finde ich, dann ein stolzer Preis. Gut, ich glaube, Abate habe ich auch so viel bezahlt, aber. Oh, das läuft ja hier schon mal gut. Die kombinieren. Oh, das war jetzt ein sehr optimistischer Ball. Eigentlich hätte ich den genau nicht spielen sollen oder nicht dürfen. Den hätte ich auch fast abgefangen. Oh, das war doof. Damit Ogbonna ins Tripling zu gehen. Guck mal. Oh. Hat jetzt probiert, den kurz anzuspielen. Dann wäre auch gegebenenfalls da ein Stürmer von mir in die Abschlussposition gekommen. Das war knapp. Marchetti oder Marchetti, wie auch immer. Ich werde mich jetzt in der Episode auf Marchetti einigen. Oh, schade. Fast hätte ich jetzt gehofft, wenn ich an Gamberini vorbeikomme, dass ich dann vielleicht auch schon Klose in die Abschlussposition bekomme, weil der hat 99 Torabschluss. Und das ist natürlich ein Wert, wo man dann auch mal gerne den Torabschluss suchen sollte, mit so einem bombastischen Wert. Also, och, den hatte ich doch schon auf meinen... Oh, das hatte ich schon fast eigentlich immer abgefangen oder rausgespielt. Und dann hier Chiellini steht da bombensicher. Jetzt tragen wir das mal schnell nach vorne. Ja... Da geht er gut, der Asamoah ran. Also das hat er natürlich richtig stark rausgespielt. Da habe ich eben gerade zu lange den Blick nach vorne gerichtet und geschaut, ob sich da irgendwo einer freiläuft. Und den hatte ich jetzt fast zweimal rausgespielt. Jetzt probiert das noch ein drittes Mal genauso wieder so. Und dann ist es auch immer gut. Ich spiele mal steil auf Klose. Der ist nicht im Abseits, das ist auch wunderbar. Und dann wollte ich jetzt auch Bonner leider ausweichen, aber ohne Übersteiger. Ich hatte sie zwar eingegeben, aber anscheinend nicht sauber genug. Wodurch ich dann einfach noch in Bonner reingelaufen bin. Momentan habe ich noch irgendwie so ein bisschen Probleme. Ich bekomme zwar immer den Ball irgendwie auf Klose gespielt, aber danach laufe ich mich immer in der Innenverteidigung fest. Oh, das macht er gut. Ahnt er gut. Und den... Oh, den hätte ich jetzt auch fast mit Ogbonna rausgespielt, aber warte, ist jetzt da. Kann er noch nachsetzen und Mikkoli nimmt dann jetzt hier den Ball auf. Sehr schön. Und dann De Rossi. Führen wir uns mal hier lang rüber. Auf Hamžík. Nicht so geil. Hamžík nimmt einfach den Ball mal nicht an. Sehr schön. Läuft damit fast zur Eckfahne. Weiß ich jetzt nicht. War ein richtig schöner First-Touch-Fail gerade. Sonst hätte ich da vielleicht auch mal dann die Richtungsänderung machen können und dann den Torabschluss suchen. Yo, jetzt mal... Hat eigentlich einer von uns beiden schon mal irgendeinen Schuss abgegeben? Nö, ne? Oh, jetzt können wir vielleicht mal zum Flankenspot kommen. Und Klose. Ja, das ist schade. Er hat sich fast durchgesetzt, wurde aber dann in der Luft umgerissen. Und wird sowas wird leider nicht gepfiffen. Oh, hier steil auf Mikkoli. Und jetzt hier Klose. Ja. Und das ist doch hier auch schon das erste Kopfballtor von Klose, Mann. Also das so einfach kann es sein. Einfach eine gute Flankensituation erarbeiten mit Mikkoli auf dem Außen. Und dann Klose sollte dann auch da diese Kopfballtor gewinnen. Ich denke, es wird nicht das letzte Kopfballtor von Klose gewesen sein. Ich spiele in letzter Zeit recht heftig über Flanken. Und wenn man dann natürlich auch noch so ein Monster da hat und auch noch, ich denke, so gute Flankengeber. Nee. Uiuiui. Dann sollte da einiges gehen über Flanken. Oh, hier ein Doppelpass. Und jetzt spielen wir steil auf Klose. Das schaut doch auch richtig gut aus. Oh, da verliert er leider ein bisschen viel Tempo. Aber Klose hat den Finishing-Wert oder den Torabschluss und streift da das Außennetz. Das war noch ganz schön knapp. Dafür, dass auch Bonner eigentlich ihm schon auf den Zehenspitzen stand und ihn eigentlich komplett den Torabschluss erschwert hat. Sah das eigentlich ganz gut aus. Ich denke, ich könnte mit diesem Team warm werden. Also das... Hamžík leider noch gar nicht so viel zu sehen. Oh, Klose hier. Habe ich mich leider jetzt gerade verdrückt. Ich habe vergessen, L2 zu drücken. Habe ich leider den Ball so doof vorgelegt. Oh, bitte, wie da. Also den musst du dir aber dann auch erobern. De Rossi macht den Fehler ein bisschen wett. Fast die Balleroberung. Der Ball ist wahrscheinlich zu lange unterwegs. Oh, das ist natürlich eine interessante Kombination. Hat er sehr gut gespielt. Und Cavani kommt dann auch zu einem gefährlichen Torabschluss. Aber Marchetti auch mit einem guten Einstand. Wenn er da rausgeht, muss er den eigentlich haben. Wie man so schön sagt. Das war nicht so gut.
auch nicht so gut. Ich halte momentan zu lange mit Klose den Ball. Ich habe das Gefühl, ich denke, er wäre der Übertribbler. Oder auch der übelste Ballverteiler. Und Chiellini steht da genau richtig. Jetzt können wir vielleicht... Oh, schade. Ich hab gehofft, dass wir einen Konter laufen können. Und der Ball wird uns ausgehen. Ja. Das ist immer so geil. Und diese über den Ball springen Animation ist einfach der Knaller. Also wirklich, die ist der Wahnsinn. Wie viele Bälle ich schon damit verloren habe, möchte ich gar nicht wissen. So, jetzt kriegen wir noch hier eine schöne Kombination hin. Spielen wir noch... Oh. Schade. Ich hätte auch einfach mit Mikuli über den Außen weiterlaufen können und dann wieder die Flanke auf Klose. Wäre, glaube ich, auf jeden Fall die aussichtsreichere Variante gewesen. Nur habe ich gedacht, oh, ich könnte ihn schön auskombinieren. Nur er hat das gesehen. Und das hat er natürlich nicht so... Oh, das macht er richtig stark mit Pato. Aber dann der Torabschluss ist schwer, weil ich nicht komplett mich habe verarschen lassen. Den lassen wir mal durch. Oh, es gibt Foul. Schade, also momentan ist so ein bisschen das Problem, ich kriege Hamsik noch nicht so wirklich ins Spiel integriert. Irgendwie nicht so die wirklich... Ich komme auch bis jetzt noch nicht so in die Abschlussposition mit den Spielern, obwohl ich denke, die dürften alle vorne natürlich einen tollen Torabschluss haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Dann stecken wir mal Jail auf Klose durch. Das sieht auch gut aus. Und den muss ich eigentlich... Also das habe ich jetzt gerade leider den Torabschluss total verkackt. Ich habe das Tempo zu früh rausgenommen. Und ich hätte entweder, als er den Torhüter rausgeholt hat, direkt abschießen oder weiterlaufen und dann, ja, Vollspann in die kurze Ecke, so wie man es halt macht, ne? Und hier die nächste Flanke auf Klose. Schaut auch wieder gut aus und da setzt er sich schon wieder überragend durch. Also da werde ich meinen Spaß haben mit dem. Und da, das fand ich jetzt doof oder unfair. Er hat mir krass den Ball rausgespielt und deswegen habe ich dann leider da durch den Ball vertändelt. Geht so. Also dafür, dass es das erste Spiel ist, finde ich es in Ordnung. Mit der ersten Halbzeit. Ich denke, das geht aber noch einen Tacken besser, wenn ich noch ein bisschen weniger mit Klose mir die mich da festlaufe oder mich einfach mal nochmal in eine bessere Abschlussposition bringe. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Bis jetzt hatte ich schon so ein paar gute Gelegenheiten, aber dann habe ich immer sehr inkonsequent mich bewegt und da dann immer den Ball in seine Abwehrreihe verloren. Und das sollte ich auf jeden Fall vermeiden. Palacio hat er jetzt gebracht. Ah, da habe ich auch Hinweise bekommen, dass ich den falsch ausspreche. Weiß aber noch nicht mal leider, was mir da vorgeschlagen, wie ich es machen soll. Und Snyder hatte ich jetzt gedacht, dass er mal vielleicht da schießen wird. Vidal probiert es, den Ball hier rauszuspielen, wenn er noch eine Richtungsänderung macht. Ja, jetzt schießt er einfach mal. Ein ganz schwacher Abschluss. Ich weiß nicht, ob er noch einer dran war. Ja, der war noch abgefälscht. Komm, sehr gut, der Marquette hier. Jetzt probieren wir das mal mit dem langen Abwurf. Yo, das sieht doch ganz schön gut aus. Also der wirft bis zur Mittellinie. Und daher sollte sich da das... Oh, da lege ich Mikuli den Ball auf. Und dann Ogbonna hier wirft sich in den Schuss rein und richtig stark abgeblockt. Und den hat auch Marquette. Wunderbar. Den machen wir jetzt mal langsam, weil da keiner frei war. Und ich wollte es eben auch nochmal kurz testen, ob das funktioniert. Das ist auch optimistisch gegen Palacio jetzt hier den Stürmer oder den Hamsik ins Laufduell zu schicken. Das hätte ich mir auch einfach sparen können. Ich hätte dem Gegner, ich wollte jetzt sagen, direkt den Ball zuspielen können, aber das habe ich ja damit eigentlich gemacht. Aber warte, dränge ich hier wunderbar ab. Leider kommt mein Spieler noch im letzten Moment ran und läuft dann damit ins Aus. Mal sehen, der hat bis jetzt eigentlich jede Ecke so geschlagen, dass mein Torhüter sie abfangen konnte. Auch diese Ecke kommt er zumindest ran. Jetzt Klose. Springt einfach nicht hoch. Probiert dann den nächsten recht verzweifelten Schuss. De Rossi ist hier da. Wunderbar. Und dann wird er hart abgekriegt von der Bart. Ist kein Foul. Auch da kriege ich leider den Fuß nicht dazwischen. Jetzt wird er wieder in Abschlussposition kommen können. Ah, wunderbar. Jetzt vielleicht der Konter. Oh, scheiße. Ich mache die Bewegung in den Gegner rein. Nicht schön anzusehen, denke ich, bis hierhin. Ich bin aber recht zuversichtlich, dass ich noch zu einem Tor kommen kann. Oder der Gegner. Da sind wir uns noch nicht, bis zuletzt noch nicht einig. Oh, jetzt aber. Oh, das sieht doch gut aus. Jetzt hier, nicht auf Klose eigentlich. Sollte auf Mikuli kommen, der war nämlich frei.
Bonner ist so ein Monster. Doppelpass jetzt nochmal. Diesmal vielleicht auf Mikuli. Ja, jetzt timen wir das nochmal schöner. Mikuli leider mit der Ballannahme verspringt ihm der Fuß. Oder der Ball. Verspringt ihm der Ball so um 50 cm, wodurch er dann dem Verteidiger die Möglichkeit gibt, den Ball, sag ich mal, rauszuspielen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, weil man es eigentlich sieht und genau diesen Tackle ausweichen möchte. Oder diesen Versuch der Balleroberung. Und dann gibt es jetzt hier was? Gelb? Okay. Habe ich auch wieder eben gerade leichtfertig den Ball verspielt. Also es läuft noch nicht so wirklich. Kombinationsmäßig ein bisschen schwach bis hierhin. Sehr, sehr viele Ballverluste. Also sehr viele Ballverluste. Nicht gut. Vielleicht jetzt mal... Wir müssen ein bisschen ruhiger machen und nicht nur den Konter laufen wollen. Oh, hätte ich eben Klose anspielen können. Oh... Habt ihr das gerade gesehen, wie Kini da reinsteigt und dann verspringt dem Hamšík der Ball da wieder um 3 Meter und dann ist der Ball auch wieder weg. Der nächste harte Einsteigen und da war der Ball auch wieder fast weg. Och, Klose, reagier doch bitte, ich spiele dich kurz an. Die kann ich euch auch nur empfehlen, dass ihr die bitte lasst, diese schnellen Freistöße. Die sind, weil die Leute reagieren nicht darauf. Gut. Hat er sich auch, glaube ich, anders vorgestellt, den hohen Ball gerade in den Strafraum. Alter! Jedes Mal ist der Ball weg. Wenn jetzt das Tor fällt, dann ist die Freude groß. Ball abgefälscht und dann neben das Tor. Nächste Ecke beim Torhüter, die dann beim Torhüter landet. So, umgehauen. Es gibt keinen Freistoß. Abate macht das jetzt schnell. Und ich verliere den nächsten Ball. Also, das ist der Wahnsinn. Also, wenn ich das Spiel gewinne, kann ich mich sehr freuen, weil mit der Leistung ist es grenzwertig. So viele Bälle, wie ich verloren habe. War fast der nächste Ball. Machen wir jetzt hier steil. Mikuli ist durch. Aber er kriegt den Ball nicht angenommen. Nein, nichts zu. Ganz schwacher Pass hier in die Spitze von ihm. Okay. Also er hat jetzt jede Ecke bei meinem Torhüter untergebracht. Finde ich auch bemerkenswert. Schade, dass der lange Abwurf jetzt leider nicht bei Klose gelandet ist. Aber bei Hamšík. Und ich verliere den nächsten Ball. Es tut mir leid, es ist eines der hässlichsten Spiele, was ich seit langem abgeliefert habe. Weil ich mir einen Ballverlust nach dem anderen erlaube. Und jetzt wird er dann zum 1:1 einschießen. Nicht ganz. Torhüter hält. Hey, ich kann's doch noch. Und jetzt ist der Ball wieder weg. Haben schon mal einen rausgehauen und mit Ketty auf der anderen Seite haut man auch mal auch hier einen aus dem Tor heraus. Also der war richtig stark gehalten. Puh. Das war mal wieder ein Torabschluss. Recht selten bis hier in diesem Spiel zu sehen. Wow, Mikuli, was sind das denn für Werte? Alter Falter, ey. Weiieieiei. Der kann ja... Ach du Scheiße, was... Hier, kommt gut. Und... Oh, jetzt hat er sogar noch die Kontergelegenheit anscheinend. Auch Bonner. Ja, läuft hier am Gegner vorbei. Sehr stark. Aber dann im Doppelpack hier Chiellini und Bonner regeln das so. Schauen wir hier kurz. Machen wir breit. Ja. Machen wir die Flanke vielleicht auf Klose. Und der... Oh, gar nicht schlecht. Hatte ich vielleicht die Hoffnung, dass er sich da jetzt durchsetzen kann.
Ja, jetzt auf Hamsik und den nehmen wir direkt mal. Volley! Boah, da schießt er den Teuter ordentlich in den Bauch. Der wird jetzt, glaube ich, gut Kopfschmerzen, sage ich schon. Bauchschmerzen bekommen. Und dann Mikuli noch mit einem feinen Solo, wo er leider an Marchetti hängen bleibt. Und dann, ja, wird es hier zum 1:0 abgepfiffen, der Sieg. Ich schäme mich ein wenig dafür, weil ich, sag ich mal, 80 Minuten von dem Spiel überhaupt nicht teilgenommen habe, überhaupt gar nicht mitgespielt habe. Und ich mich über diesen Sieg sehr glücklich schätzen kann, weil es einfach nur schäbig war, was ich abgeliefert habe. Mein Gegner hat eine Ballerobe nach der anderen geliefert gegen mich, weil ich jedes Mal irgendwie am Gegner hängen geblieben bin. Also ein richtig schwaches Spiel, das ist mir auch bewusst. Da war noch der Wurm drinne. In der Ballverteilung oder auch allgemein irgendwie, was, wann ich die Leute anspielen kann und wie ich sie anspielen kann. Das hat noch nicht gepasst. Aber dennoch, ich blicke einer etwas besseren oder freudigeren Zukunft entgegen, als es jetzt mit dem anderen Serie A-Team war. Ich fand es nicht. Es war. Ich habe das Gefühl, es waren meine Fehler, die da ganz deutlich zu sehen waren. Und von daher denke ich, dass es auf jeden Fall funktionieren kann. Ich werde es in der nächsten Episode auf jeden Fall nochmal weiterhin ausprobieren. Da werde ich jetzt nochmal mit dem Team spielen. Und ich hoffe, dass ich da dann auch spielerisch ein bisschen mehr überzeugen kann. Denn ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Also hier mit Dina Thale, Hamsik und Mikuli hat man hier, glaube ich, drei hinter der Spitze, die richtig tolle Sachen mit dem Ball veranstalten können. Und das werde ich probieren zu zeigen. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, euch hat das Teambuilding gefallen. Ich habe ordentlich an Fails was rausgehauen. Das war so nicht beabsichtigt, das kann ich euch verraten. Da waren echt ein paar gute Sachen dabei. Man hatte wirklich das Gefühl, ich hätte vielleicht vorher ein bisschen was genommen. Gut, ich denke, ihr könnt das nachvollziehen und vielleicht hat es ja auch dem einen oder anderen ein Lächeln über die Lippen gezaubert. Oder auf die Lippen gezaubert, so formuliert man das richtig. Sehr schön. Ich lege einfach direkt weiter mit dem Programm hier. Egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Der Ausnahmestürmer irgendwie in diesem ganzen Spiel. Wenn er noch sehr schnell wäre, hätte er alles. Dann wäre er der kompletteste Stürmer überhaupt. Ansonsten